Guten Tag. Ich habe das Vergnügen, heute und hier mit Herrn Thomas Wajek zu sitzen. Herr Thomas Wajek ist Philosoph, Chefredakteur des Philosophiemagazins Hohe Luft und Autor. Sein jüngstes Werk hat den Titel Philosophie, die 101 wichtigsten Fragen und erscheint bei uns im Theiss Verlag. Guten Tag, Herr Wajek. Hallo. Herr Wajek, bei einem Werk, das praktisch die ganzen Aspekte der Philosophie umfasst, von der Erkenntnistheorie bis zur Metaphysik, bis zur Ethik und zurück, wie fängt man da mit der Recherche an? Also der Ausgangspunkt des Buches waren tatsächlich diese 101 Fragen oder Probleme, die mich interessiert haben. Und man beginnt natürlich damit zu schauen, was haben die Philosophen zu den verschiedenen Zeiten dazu gesagt. Ja. Es gibt Philosophiegeschichten natürlich, die das Nachdenken über diese Probleme darstellen. Aber man schaut natürlich auch in die Originalwerke, denn die Philosophie lebt eben letzten Endes von den Originaltexten der Denker zu ihrer jeweiligen Zeit. Absolut. Das heißt, Sie hatten dann am Ende auch einen großen Berg an Material. Und die Folgefrage wäre, wie schließt man einzelne Philosophen aus? Welcher Gedankengang passt zwischen die Buchdeckel und welcher kann da einfach nicht mehr Platz finden? Also es sind unterschiedliche Kriterien, nicht? Also um bestimmte Philosophen kommt man bei bestimmten Fragen noch einmal nicht herum, ja, weil Einigkeit darüber besteht, dass bestimmte Werke eben eine besondere Bedeutung haben. In anderen Fällen ist es nicht so klar, da muss man eine Auswahl treffen. Zum Teil in bestimmten Fällen ist es dann letztlich auch eine Auswahl, das gestehe ich auch gerne zu, die dann auch meinen persönlichen Präferenzen oder Interessen entspricht. Ich verstehe. Im Laufe des Buches fragen sich auch immer wieder Fragen, die den Menschen in der modernen Welt betreffen. Beispielsweise, wie die Welt sich verändert, Stichwort Digitalisierung. Sind Sie im Laufe der Arbeit an dem Buch auf eine Frage gestoßen, bei der Sie sagen, das wird die Frage der Philosophie der Zukunft sein? Also, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt eine große Frage, die ich, wenn Sie mich fragen, jetzt immer so als die für mich größte, ungelöste philosophische Frage bezeichnen würde. Das ist die Frage, was ist Bewusstsein? Mhm. Wie entsteht Bewusstsein? Wie entsteht Subjektivität? Woher kommt es, dass sich die Dinge für uns noch etwas anfühlen? Ja? Dass sie eine Qualität für uns haben. Das ist für mich eine ganz große, wenn Sie so wollen, auch zeitunabhängige philosophische Frage. Wenn Sie mich fragen, was die philosophischen Fragen sind, die ich für die nächsten Jahre, für nähere Zukunft für besonders bedeutsam halte, dann ist es in der Tat die Frage, was die Digitalisierung im weitesten Sinne für den Menschen, für unser Leben bedeutet, was es zum Beispiel bedeuten könnte, wenn eines Tages tatsächlich sowas wie künstliche Intelligenz möglich sein wird. Ja. Ist künstliche Intelligenz überhaupt möglich? Mhm. Ja, auch das ist eine philosophische Frage. Also ich denke, das ist so eine ganz große Frage, ein Thema, das die Philosophen in den nächsten Jahren zumindest beschäftigen sollte. Gibt es im Gegenzug auch eine Frage, bei der Sie sagen, die ist eigentlich weitestgehend geklärt, die wurde durch die Naturwissenschaften beispielsweise geklärt und stellt sich in der Form gar nicht mehr, wie sie sich noch einst stellte? Also, manche würden jetzt auf diese Frage antworten, ja, natürlich gibt es solche Fragen, wir wissen heute natürlich viel mehr, nicht, in vielen Fragen, also sagen wir mal das Denken der frühen griechischen Naturphilosophen, ja, etwa über das Wasser oder die Luft, ja, als Urelement, ja, das ist sicherlich durch das wissenschaftliche Denken der modernen Welt überholt. Aber ich kann eine andere Frage geben, da würden viele auch antworten, das ist durch die Wissenschaft überholt. Ja? Mhm. Aber darüber könnte man trefflich streiten.
Und das ist die Frage nach der Existenz von so etwas wie Seele. Nicht? Also viele moderne Hirnforscher würden sagen, das, was man früher unter Seele verstanden hat, ist nichts anderes als das menschliche Gehirn. Ja? Und sie würden sagen, bei all unseren Forschungen haben wir niemals so etwas wie Seele gefunden. Ne? Daran würde sie aber sofort die philosophische Frage anschließen. Heißt es denn, dass die Seele nicht existiert, nur weil man sie nicht, bisher nicht gefunden hat? Ja? Und da müsste man, würden viele vielleicht sagen, ja, vielleicht finden wir sie nochmal, die Seele. Und Sie sehen, auch hier ist man sofort auch wieder im philosophischen Denken, im Philosophieren drin. Philosophie, wenn Sie so wollen, lebt davon, dass sie es sich nicht einfach macht, ja, sondern dass sie es sich schwierig macht. Nicht? Und das ist Philosophieren gehört es meiner Meinung nach, sich auf diese besondere Schwierigkeit im Denken einzulassen. Ja? Und ich bin aber der festen Überzeugung, ja, dass man damit auch eine ganze Menge Spaß haben kann. Ja? Auch das ist sozusagen ein Effekt der Philosophie. Ja, Herr Wajek, das kann ich nur unterschreiben. Philosophieren macht auf jeden Fall Spaß und vor allem mit Ihrem Buch macht das sehr viel Spaß. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen.